Orchestern und Menschen schon gespielt, gell? Ja, ich habe so regelmäßig Auftritte und ein paar davon, also der letzte war zum Beispiel mit den Wiener Sängerknaben. 2003 habe ich den Austrian Music Emotion Award gewonnen mit einem Einserkünstler wie Fenzenhofer. Mit dem Bruckner Orchester Linz habe ich schon mal zusammengespielt, habe auch eine Zeit lang eine Sopranistin, die Elisabeth Freundlinger, begleitet. Und letztes Jahr habe ich mit einem Enser Kindergarten das kleine Ich bin ich musikalisch umgesetzt und auch aufgeführt. Toll, magst du uns? Ja, wir sind alle isländisch gespannt und neugierig, wie das klingt, wie du das machst. Also für alle, die Klavier spielen können oder ein bisschen Keyboard spielen können, wird das jetzt ganz besonders faszinierend sein. Wahrscheinlich, ja. Wo ist das Keyboard? Das kommt schon. Distanz passt.